Ante da. Was bisher geschah bei Until Dawn? Der geschickte Wolfsmann. Ja, Goldtrophäe halt, geil. Jessica! Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg, wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt, nicht fliegen. Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott! Ja! Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Hey! Oh. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Wie sieht der denn aus, Alter? Sieht auch total zerfetzt aus. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks! So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Nein. Stimmt, die haben vorhin schon gehört. Nein, nicht schon wieder. Haut ab! Haut ab! Lass mich in Frieden! Nein, ihr seid tot! Tut mir leid. Ihr seid tot! Seid still! Was passiert? Oh nein! Ihr seid tot! Verdammt, das ist noch nicht fertig. Sie werden begeistert sein. Sie werden es. Ich lasse mir nichts von euch befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Die Zeit für Josh ist abgelaufen. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Alter. Wo kommt die denn auf einmal her? Der hat doch Schizophrenie oder irgendwas? Nicht mehr normal. Sanjana. Jetzt bist du bei uns. Wie sehen die denn aus? Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich schwör's. Ja, der muss doch sowas haben wie Schizophrenie. Die waren doch tot. Tote können doch nicht wieder aufstehen. Ist das. Nee. Was ist das denn? Ein Schwein. Gott, Trigger, mach er! Oh.
das, was du willst. Nein! Nein! Warum tut ihr das? Lasst mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht gerettet? Du bist tot! Wolltest du uns du bist tot! Jemand hat die Wendigos eingefangen, hat sie hübsch mit Fesseln verschnürt, habe ich krankes Zeug entdeckt. Wow. Durch die Explosion muss ich sie befreit haben. Sauber gemacht. Ah, da geht's lang, aber ich will jetzt nicht gleich einen Fehler wie vorhin machen. Ich möchte mich diesmal erst richtig umgucken, ob ich doch noch irgendwas finde, was relevant ist. Ja, vorhin, das habe ich ja nun voll verpasst, da ich da ja nicht nochmal hin konnte. Ist das das, was ich denke? Shit. Sieht aus wie ein Grab. Von wem? Wem gehört das Grab? Was? Hinweis entdeckt. Beths Uhr. Fundort. Mine, ein leeres Grab und Beths Uhr liegt hier im Dreck. Jemand oder etwas hat ihre Leiche ausgegraben. Hinweis 19. Oh Gott. Oh Gott. Mike, das ist Beths. Das ist ihre Uhr. Was? Zeig mal. Da. Es stand ein Kreuz hier. Also wurde sie hier beerdigt. Und dann ausgegraben. Aber warum? Gehen wir weiter. Warum vergräbt man jemanden und gräbt ihn dann wieder aus? Was macht das für einen Sinn? Und die Knochen lagen ja auch noch da, also. Warum? Okay, Mike wirkt sich als erstes. Komm rein, ist okay. Sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Scheiße. Ich fühle meine Finger nicht. Scheiße, nicht, dass die erfrieren, aber wenn wir uns mal beeilen, dass wir schnell wieder rauskommen. Guck mal, wo ich als nächstes hier rauskomme. Kann ich zu dieser Mühle da oder zu diesem Wasserrad? Kann ich da hin? Nee. Kann ich da hoch? Irgendwie? Geht das? Nee, okay. Also da vorne war ja dieser Vorsprung, der hätte ich bestimmt hochgehen können. Oder? Ja. Mike war, also der war auch voll weit hinten, warum glaubt der als erstes hoch? Tag 1. Meine kleine Schwester ist tot. Sie hat den Sturz nicht überlebt. Ich habe gesehen, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin ganz alleine. Gefangen mit Beths Leiche. Bald wird jemand kommen. Tag 5. Ich war noch nie so hungrig. Es fühlt sich so an, als würde mein Magen sich verdrehen. Ich habe mir Beths Pulli genommen. Jetzt ist es viel wärmer. Sie passt immer noch auf mich auf. Gott, Alter. Tut mir leid. Sie hat Beth gegessen? Tag 33. Meine Hände fühlen sich so schmutzig an. Meine Nägel sind ausgefallen. Herausgedrückt. Ich habe Schmerzen.
aber ist nicht mehr kalt. Kein Schmerz. Ich werde stärker. Der Rest der Schrift ist nur noch gekrakelt. R1, Hinweis entdeckt. Ein Stapel Papier, den Hannah als Tagebuch verwendet. Es beschreibt, wie sie in der Mine gefangen war und hungerte. Sie beging eine verzweifelte Tat, für die sie sich unglaublich schuldig fühlte. Dann veränderte sich ihr Körper. Das Tagebuch endet unverständlichem Gekritzel. Kritzel des Tagebuchs, Fundort, Mine. Ja, und hier unten sind halt, was wir gerade eben schon mal gelesen haben, da kann man das theoretisch nochmal nachlesen. Brauchen wir jetzt aber ja nicht. Oh Gott, das ergibt Sinn. Ich glaube, Hannah ruft Beth aus. Das war Hannah. Nein. Michael. Das kann nicht sein. Michael, es muss so sein. Nur so ergibt alles einen Sinn. Beth starb durch den Sturz. Na und? Was heißt das? Na, Hannah muss sie beerdigt haben. Verdammt. Gott, verdammt. Hannah war hier unten. Hör auf damit! Sie muss fast verhungert sein. Sie war so verzweifelt. Fuck! Wir müssen zu Josh. Sofort. Oh nein. Die hat sie aufgegessen einfach. Die hat sie einfach aufgegessen. Oh nein. Oh Gott. Warte, hier ist noch irgendwas? Kann ich hier irgendwie noch umblättern oder so? Nee, okay. Das wollte ich doch jetzt gar nicht drücken. Mann. So, gibt's hier noch irgendwas zu entdecken, was ich jetzt hier unbedingt noch finden muss? Sieht nicht so aus. Jetzt komme ich da durch? Nee, auch nicht. Okay. Und wieder ins Nasse. Gott, die müssen da erfrieren da drin, Alter. Wie viel Grad muss es denn haben? 0? 1 Grad? Oh Gott. Das Wasser ist zumindest wärmer als der Rest der Höhle, sonst würde sich nicht so ein Qualm bilden. So ein Dunst. Ah, da vorne komme ich raus. Hauptsache, hier ist nicht irgendwie was im Wasser oder so. Das wäre es noch. Das wäre jetzt richtig gruselig, ey. Komm. Alter! Eww! Köpfe, Alter! Köpfe! Scheiße! Das sind Köpfe! Oh je. Das ist Jess! Das ist Jess! Ach komm, ist uns makaber deswegen zu lachen, weil die Zunge rausschreckt? Alter! Oh Gott! Da war die ganze Zombie drin! Oh! In dem.
Feuer der Sonne. Josh! Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht, bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Josh, Hannah war hier unten. Wochen, einen Monat. Sie grub besser aus. Sam. Mike. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay. Hilf du mir rauf, dann geh ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja. Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. So. Jetzt wollen wir mal den guten Josh hier rausbringen. Übrigens weiß ich, wer Josh ist. Ich hab den ja, mir kam der ja schon immer bekannt vor irgendwie. Und hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann? Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Und letztens habe ich irgend so einen Film gesehen und da habe ich Josh ebenfalls gesehen, als richtigen Schauspieler. Ich werde gerade noch nicht mal, welcher Film das war. Aber vielleicht kennt ihr den Film sogar. Und deswegen weiß ich, dass es richtige Schauspieler waren, die hier, ja, geschauspielert haben. Oh Gott, jetzt muss Josh ja unbedingt durchlaufen, Alter, jetzt. Das ist natürlich für noch mal grausamer, als es ohnehin schon ist. Sich jetzt nochmal seine, ja, bewusst zu werden, dass er die, seine Freundin unbewusst umgebracht hat. Oh Gott.